Ja, der Kollege Ott hat mir sozusagen fast das Wort aus dem Mund genommen, denn das hatte ich mir für meinen zweiten Beitrag auch vorgenommen, weil ich natürlich im Vorfeld der Debatte mir noch mal angeguckt habe, wie denn die Positionierung der Opposition in den letzten Jahren zu dem Thema war. Und ich habe eine schöne Anzeige gefunden von der von mir auch geschätzten Kollegin Gebauer, die bis eben noch da saß, die ist, glaube ich, leider rausgegangen ist, Kölner FDP-Vorsitzende und FDP-Landtagsabgeordnete, die in ihrem Wahlkreis mit dem Wahlplakat Nachtruhe statt Urlaubsbomber, das ist meine Kölner FDP, geworben hat. Da ist nichts gegen einzuwenden, aber wenn man sich dann hier hinstellt und so eine Aktuelle Stunde beantragt und so tut, als wenn die Grünen die Wirtschaftsfeinde wären, dann muss man schon mal sozusagen gut überlegen, ob man nicht die Position teilt. Ich fand, muss ich ehrlich sagen, die Debatte jetzt, auch wenn Herr Kollege Ott eben eine engagiert emotionale Rede gehalten hat, Herr Lindner, einen Kaffee unten mit dem Jochen Ott. Trinken Sie doch einen Kaffee unten. Ja, ich will nicht stören, ich mache einfach weiter. Ich fand, für mich war die Debatte ausgesprochen sachlich. Und das ist auch der sozusagen Erfolg. Ihnen ist es auch nicht gelungen, jetzt hier so einen großen Keil reinzutreiben zwischen den Regierungsparteien. Es gibt einfach Fragen, die müssen gestellt werden in diesem Land in der Luftverkehrspolitik. Und es ist bemerkenswert, dass es da einen großen Unterschied gibt eben zwischen den Antworten auf lokaler Ebene. Es gibt zum Beispiel eine schwarz-gelbe Entschließung aus dem Meerbuscher Stadtrat, auch von Grünen mitgetragen, die auch die zweite Antragstellung jetzt bei der Kapazitätsausweitung Düsseldorf ablehnt. Es gibt vielfältige Beschlüsse des Kreistages Rhein-Sieg, der Stadt Siegburg. Der Kollege Müller nickt ganz andächtig. Sie wissen das alles. Sie wissen genau, wie sich Ihre Kollegen im Rhein-Sieg-Kreis von der CDU in der Frage Nachtflug Köln-Bonn positionieren. So. Und ich sage Ihnen, diese Diskrepanz, dass Ihre Leute immer vor Ort das Gegenteil von dem erklären, was hier in Düsseldorf vertreten wird, das führt zu Politikverdrossenheit. Und das führt dazu, dass Leuten wie den Rattenfängern von der AfD die Leute zugetrieben werden. Man muss schon zu dem stehen, was man vor Ort dann vertritt. Und da ist die grüne Position ganz klar. Es muss einen Ausgleich geben zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Reisebedürfnis der Menschen. Das ist ein sehr wichtiges Anliegen. Und dem Lärmschutz der Anwohnerinnen und Anwohner. Das ist das Zentrale. Es muss einen Ausgleich geben. Es geht nicht um sowohl, es geht nicht sozusagen um Ja oder Nein, sondern es geht um sowohl als auch. Wir können beides miteinander verbinden. Und es braucht klare Nachtflugregelungen in dem Zusammenhang. Ich verstehe nicht ganz, ich habe heute gelesen ein Zitat vom Wirtschaftsminister, der sagt, man wird nicht sozusagen zu einem völligen Lärmschutz kommen. Man wird nicht den Lärm komplett auf Null setzen können. Darum geht es auch überhaupt nicht. Wir haben offene Flughäfen. Wir haben 47 Starts und Landungen in der Stunde in Düsseldorf. Zwischen 6 und 22:30 Uhr kann hier geflogen werden. Das ist aktueller Stand. Und da stehen auch wir Grüne zu, dass das auch so bleiben soll. Die Frage ist doch, was ist an den Tagesrandzeiten? Was ist mit den ständigen Verspätungen? An zwei Dritteln der Tagen im Monat wird hier verspätet gestartet und gelandet. Das soll sich ändern. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger könnten damit leben, wenn man sagt, es gibt eine vernünftige Nachtflugregelung und es sie auch eingehalten wird. Aber Tatsache ist doch, dass diese gültige Regelung regelmäßig verletzt wird. Und wir kämpfen dafür, dass die Nachtflugregelung eingehalten wird in Zukunft, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir haben dafür mit der Lärmabgabe ein ordnungspolitisches Instrument vorgeschlagen, analog zu dem, was wir auch auf dem internationalen Klimasektor haben. Wir wollen über Ordnungspolitik und wirtschaftliche Anreize dazu beitragen, dass die Fluggesellschaften Interesse daran haben, ihre Starts und Landungen innerhalb der genehmigten Zeiten abzuwickeln. Das ist ein Vorschlag. Und wir schlagen vor, sehr geehrte Damen und Herren, dass unnötige Inlandsflüge, die wir ja immer noch haben. Wir haben 3000 Flugbewegungen im Jahr zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Wir haben eine hervorragend ausgebaute ICE-Verbindung, wo man in anderthalb Stunden von Düsseldorf Innenstadt am Frankfurter Flughafen ist. Warum müssen jeden Tag noch Flüge von Düsseldorf nach Frankfurt gehen? Und das Gleiche gilt auch für Amsterdam. Und wir bitten, wir werden das nicht gesetzlich oder sozusagen auf einem gesetzgeberischen Wege regeln können, aber wir bitten die Landesregierung um einen Dialog
mit den Flughafengeschäftsführungen. Wir brauchen mehr Kooperation unter den Flughäfen. Diese Kannibalisierung, die wir aktuell haben, muss aufhören. Es ist doch wie eine große Bettdecke. Wenn in Paderborn gezogen wird und es Paderborn besser geht, geht es Dortmund und Münster-Osnabrück noch schlechter. Wir müssen eine Kooperation unter den Flughäfen erreichen. Und das sollte von der Landesregierung moderiert werden. Dafür brauchen wir auch ein Landesluftverkehrskonzept. Und dieses wird entsprechend entwickelt, wenn der Bund endlich mal seine Zahlen und Daten auf den Tisch gelegt hat. Deswegen machen Sie Ihre Hausaufgaben in Berlin, liebe CDU, liebe FDP. Wir freuen uns auf Unterstützung im Bereich Lärmschutz. Die Kollegin Gebauer hat da unsere volle Unterstützung. Und wir fänden es gut, wenn in Zukunft das, was lokal gilt, im Münsterland, im Rhein-Sieg-Kreis oder auch in Kleve beispielsweise, ich habe es ja sehr interessiert eben gehört, was Sie gesagt haben, Herr Kollege Bergmann, auch wir glauben, dass der Flughafen Weeze eine Perspektive braucht, nicht als internationales Drehkreuz, nicht als Hub, aber 6 Starts und Landungen am Tag, da sind noch Möglichkeiten, Kapazitäten zu übernehmen. Und es ist doch auch Sachstand, ich komme jetzt zum Schluss. Danke. Es ist doch auch Sachstand, die Flüge, die in Düsseldorf in den letzten Jahren zusätzlich dazugekommen sind, also das, womit der Flughafen Einnahme generiert, das sind doch eben nicht die Business-Verbindungen, sondern das sind die Urlaubsflüge nach Palma, nach Antalya. Da sind entsprechend die Zuwächse da. Und gehen Sie mal ins Parkhaus hier am Düsseldorfer Flughafen. Jeder dritte Wagen kommt da aus den Niederlanden. Und die Leute, die aus den Niederlanden nach Düsseldorf kommen, um nach Mallorca in Urlaub zu fahren, die könnten auch ab Weeze fliegen. Da müsste der Flughafen nicht entsprechend angeschlagen dastehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.